Okay, ganz herzlich willkommen, DCTP TV von der Republika 2016. Mein Name ist Philipp Banse. Wir reden jetzt über Hass im Internet. Ingrid Brudnick, ganz Hallo. Herzlich willkommen bei DCTP TV. Du bist Redakteurin bei Profil in Österreich, Nachrichtenmagazin, zuständig für Digitales da und hast ein Buch veröffentlicht, Hass im Internet. Und darüber reden wir jetzt mal, weil das ja auch gerade so im Rahmen dieser Flüchtlingsbewegung im letzten Jahr extrem hochgekocht ist. Täuscht der Eindruck oder ist es wirklich hochgekocht im letzten Jahr? Nein, es ist wirklich hochgekocht. Generell muss man sagen, wenn ein politisches Thema die Bevölkerung spaltet, wenn man merkt, ein Thema polarisiert, dann ist das online immer auch absehbar. Man sieht es auch in den Kommentaren. Und ich würde sagen, die Flüchtlingsdebatte ist das Thema der letzten Jahre, das die Bevölkerung sich am meisten gespalten hat, das am meisten Emotionen hervorgerufen hat. Und dementsprechend sehen wir online auch neue Formen und auch neue Facetten der Wut. Beschreib mal so ein paar davon. Lass uns mal so ein bisschen ein bisschen den Hass so ein bisschen kartografieren. Gerne. Also fangen wir mal mit dem Ort an. Wo hat sich der Hass gezeigt? Naja, ich würde so sagen, Facebook ist einfach die wichtigste Seite des digitalen menschlichen Austauschs geworden. Und dementsprechend ist es sogar total naheliegend, dass Facebook auch der Ort ist, wo man das am meisten sieht. Und da kommt ein ganz wichtiger Aspekt hinzu. Wir können online beobachten, wie sich Hassgruppen und Verschwörungstheoretiker quasi digital abschotten. Und da helfen ihnen manche Mechanismen, gerade von Facebook auch, von den sozialen Medien, denn ich kann online meine Gleichdenkenden finden, ich kann Seiten abonnieren, die mir genau das liefern, was ich will. Ich bin dann in einer Echokammer und in dieser Echokammer kommt auch meine Meinung wie ein Echo dauernd zurück. Und ich empfehle dann so ein paar Seiten, wenn man sich das mal anschauen möchte. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die heißt Islam gehört nicht zu Österreich. Das sind ganz viele Deutsche übrigens. Und einfach nur mal schauen, beitreten, schauen, ob man rein kann. Da geht es wirklich hart zu. Vielleicht ganz kurz zu einer Typologie. In meinem Buch habe ich zwei Gruppen von Usern beschrieben, die größten Probleme verursachen. Das eine sind die klassischen Trolle. Das sind Provokateure, die Wut und Zorn auslösen wollen. Die sind in der Flüchtlingsdebatte nicht der springende Punkt, sondern die zweite Gruppe, die nenne ich Glaubenskrieger. Das sind Menschen, die an eine Wahrheit glauben. Die glauben, sie hätten etwas verstanden, was der Rest der Bevölkerung noch nicht einsehen will. Und die gehen auch sehr aggressiv vor, um diese Wahrheit an die Menschen heranzubringen. Und die wenden Mittel an wie Beleidigungen, Bedrohungen von Andersdenkenden und sogar auch die Lüge. Hast du mal ein paar von denen kennengelernt? Ich habe immer wieder, ja, es ist das Problem, dass viele von denen sich dann nicht zitieren lassen oder sich nur anonym treffen. Das Interessante ist, dass die Grenze ja verschmilzt. Wo ich mich selbst dann frage, ich habe zum Beispiel, das war jetzt kein Glaubenskrieger, möchte ich ganz klar darstellen, aber mit zu meinem Buch hat ein Gespräch mit einer besorgten Bürgerin geführt. Und die ist wirklich keine Glaubenskriegerin, aber die ist so ein Inbegriff für User, wie das passiert, dass sie auf einmal so skeptisch werden. Die hat immer klassische Medien gelesen und irgendwann auf Facebook angefangen, sich rund um das Thema Flüchtlinge zu interessieren, aber eher aus einer Angst heraus. Und die hat angefangen, sehr islamkritische bis islamfeindliche Seiten zu abonnieren. Und ich habe mit ihr telefoniert und das Beeindruckende war, dieser Frau ist die Angst richtig in der Stimme gelegen. Und sie hat mir erzählt, sie liest jeden Tag auf Facebook mit, sie sieht das in den klassischen Medien nicht und sie fragt sich, was ist da dran? Und sie liest dann auch solche Geschichten wie, in Schweden würden sich die Frauen die Haare schwarz färben, damit sie nicht vergewaltigt werden. Und sie hat das jetzt schon so oft gelesen und sie würde gern wissen, muss da nicht was stimmen oder was ist da dran? Das heißt, da fand ich sehr spannend, dass man sieht, wie Menschen so, die überhaupt nicht böse sind, wie Menschen aber das auch hineinkippen und sich in dieser Echokammer, ich nenne es immer eine Echokammer der Angst, auch quasi aufstacheln lassen. Und das führt dann bis zu wirklichen Glaubenskriegern, die, die halt wirklich dauernd posten, die dauernd schauen, dass sie ihre Message rausbringen. Und wenn zum Beispiel was nicht stimmt, dann fällt oft der Satz, aber es könnte ja wahr sein. Wie geht man denn damit um? Also das scheint ja so eine Echokammer, das scheint ja ein relativ geschlossenes System zu sein. Wenn du eine Veranlagung hast wie deine Protagonistin, ja, du hast irgendwie so ein paar Zweifel, Skepsis, guckst mal, kommst da rein, wirst halt mit diesen Fakten bombardiert, mit den Leuten, die dir Recht geben, die so ähnlich zu denken scheinen wie du. Wie kommt man da raus? Rauskommen, das ist das wirklich Schwierige.
aber ich würde jedem User grundsätzlich empfehlen, zum Beispiel mit der Blockierfunktion sehr vorsichtig umzugehen. Denn das Problem ist auch, dass es oft die Tendenz gibt, dass Menschen irgendwas lesen, was ihnen nicht behagt oder wo sie denken, Blödsinn. Und manche sind dann so, dass sie gleich auf Blocken gehen. Und da ist so die Gefahr, dass man sich so hermetisch in der Echokammer einregelt. Also das kann jeder machen. Und dann, ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben so in ihrem Bekanntenkreis Leute, die sie eigentlich mögen, wo sie dann ganz überrascht sind, was die alles so posten. Und da empfehle ich immer, wenn man die Person wirklich kennt und wenn man findet, wenn man glaubt, die muss nicht so sein, nicht so hart sein, dann empfehle ich das persönliche Gespräch im Sinne eine persönliche Nachricht schreiben und einfach mal nachfragen, warum, wenn ich dort poste unterm Facebook-Profil von der Person vor allen, sagen wir 500 Freunden, wird die ja bloßgestellt. Und in dem Moment, wo jemand bloßgestellt wird, kann er umso weniger auf Argumente eingehen. Aber im persönlichen Gespräch kann man zum Beispiel sagen, du, ich habe gesehen, dass du das gepostet hast, ich möchte darauf hinweisen, diese Seite zum Beispiel ist total unzuverlässig und hier findest du einen guten Artikel dazu. Wie ist denn, also lass mal so ein bisschen über den Effekt dieser Echokammern reden. Wie die funktionieren, das glaube ich, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ein, sagen wir mal, unterstellter Effekt ist ja, dass diese sehr hasserfüllten Diskussionen sich hochschaukeln, immer krassere Behauptungen und Forderungen da akzeptiert werden, Akzeptanz finden und dann irgendwann in physische Gewalt umschlagen. Wie siehst du diesen Zusammenhang? Was ich mir wünschen würde, wäre mal eine richtig gute Studie zu dem Thema, weil ich glaube, das ist die Angst von sehr vielen Menschen. Ich habe mal mit einem Aussteiger aus der Neonazi-Szene genau darüber gesprochen und habe ihn gefragt, wie er das sieht. Und das fand ich recht interessant, weil er hat gemeint, er kann es jetzt auch nicht mit Statistik belegen, aber wenn ich schon seit Jahren immer wieder überlege, vielleicht mal Aggression wirklich in Gewalt umzumünzen, und wenn ich dann im Internet lese, dass Leute schreiben, ja, alle Flüchtlingsheime sollten brennen oder andere Grässlichkeiten, dann kann so ein Gefühl entstehen, dass man sagt, jetzt mache ich es wirklich, weil das wollen ja Leute, andere Leute auch. Also ich glaube, die Gefahr ist, dass dadurch, dass gewisse Tabubrüche entstehen, vielleicht Menschen, die sind jetzt, glaube ich, nicht der normale Bürger, der, ich gehe jetzt einkaufen und am Weg fällt mir ein, ich könnte ein Flüchtlingsheim anzünden, aber eher so Menschen, die schon eine Tendenz haben, weiter in diese Richtung abdriften. Und das Interessante ist, oder das große Problem der Echokammern ist ja, da gibt es eine sehr gute Studie aus Italien, aus Lucca in Italien, von Wissenschaftlern dort. Die Menschen in der Echokammer sind, das Kernproblem ist ja, die haben kaum Kontakt mit Andersdenkenden und wenn sie dann doch mit Andersdenkenden in Kontakt kommen, verstehen sich die überhaupt nicht, das kann man sogar messen. Und das Problem ist auch, wenn man diese Menschen mit Richtigstellungen zum Beispiel konfrontiert, wenn man sagt, du hast gepostet, dass eine Frau vergewaltigt worden ist, aber hier zeigt sich, das war falsch, dann glauben viele das nicht. Das nennt sich sogar der Backfire-Effekt, denn in vielen Fällen schießt das zurück und Menschen glauben so umso mehr die Falschmeldung. Also es ist total schwer, wenn jemand schon richtig abgedriftet ist, den wieder einzufangen. Hängt ja auch, glaube ich, damit zusammen, dass eine Meinung auch einen sozialen Effekt hat. Also wenn ich einer Meinung bin und ich bewege mich in einer sozialen Gruppe, in der diese Meinung akzeptiert ist, wo ich mich aufgehoben fühle etc., und ich dann diese Meinung aufgebe und diese Fakten in Frage stelle, stelle ich ja nicht nur meine Meinung und meine Fakten in Frage oder meine bisherige Überzeugung, sondern ich entferne mich ja auch von dieser sozialen Peer Group, aus diesem Zusammenhang heraus. Und ja, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Absolut. Das Interessante ist, da gibt es zwei Effekte. Erstens die Deindividuation. Das heißt, in einer anonymen Masse tun sich Menschen auch leichter, mal was Gröberes zu machen. Und zweitens, das heißt in der Psychologie Fremdgruppe, also Eingruppe versus Fremdgruppe. Wir Menschen definieren uns immer über gewisse Gruppen. Das kann sein die Stadt, wo ich herkomme, der Fußballclub, dem ich anhänge, was weiß ich. Und man kann sich natürlich auch über die Gruppe der Islamkritiker definieren. Und wenn ich dann quasi, das Problem ist, das hat eine Dynamik, wo dann alle, die der Fremdgruppe angehören, also alle anderen, dass ich glaube, die sind homogen. Und so kommt es zu Aussagen wie, alle Muslime sind gleich. Und wenn ich da quasi, ich fühle mich auch sicher in dieser Eigengruppe, die ist ja was Definierendes, da rauszutreten ist unglaublich schwierig. Zum Aussteiger aus der Neonazi-Szene zurück, ich habe gefragt, wie es bei ihm war. Und das war bei ihm, hat er mir erzählt, ein wirklich langer Prozess, ein wirklich langes Nachdenken, ein Punkt nach dem anderen, wo er gemerkt hat, diese Wahrheiten, die da verkündet werden, die stimmen für ihn nicht. Und ich glaube, das ist sicherlich in anderen radikalen Bewegungen auch so. Das geht nicht von heute auf morgen, das muss so ein langsames Lossagen sein. Effekt der Echokammer, ob das zu Gewalt direkt führt, ist mindestens umstritten. Aber denke ich, was man ja schon sagen kann, ist, dass
in diesen Echokammern Äußerungen erlaubt und willkommen sind, die, sagen wir mal so, in der prädigitalen Gesellschaft nicht akzeptiert waren. Da war sozusagen eine Handvoll Medien hat sozusagen definiert, was darf man so sagen, welche Argumente sind gerade noch so okay und welche sind nicht mehr okay. Wissenschaftler Overton, der hat das mal so das Overton-Window genannt. Und Diskussionen, die innerhalb dieses Fensters stattfanden, links, rechts, die waren akzeptiert. Jetzt durch diese Echokammern haben wir Diskussionen, die da überhaupt nicht mehr in diesem Fenster nicht mehr reinpassen. Die Frage ist, was für einen Effekt hat das? Dass der Diskurs und die allgemeine Debatte extremste Positionen sozusagen aufnimmt. Genau, ich beschreibe es immer so, wir können sehen, dass dauernd Tabus gebrochen werden. Ja. Tabus, die es sehr lange in unserer Gesellschaft gab, wie zum Beispiel Gewaltaufrufe oder auch nur, eigentlich war das schon ein Tabu, in einem öffentlichen Raum zu sagen, dass alle Frauen, die etwas anders sehen, vergewaltigt gehören. Ich finde das ziemlich grässlich. Was du ansprichst, ist ja so ein bisschen die Frage, warum ist Hass im Netz schlecht oder warum sollte uns das nicht behagen? Und da gibt es, glaube ich, zwei Antworten. Erstens, die simpleste, weil dieser Hass ja oft Opfer hat. Und ich finde, wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung, auch das Opfer zu schützen. Wenn zum Beispiel auf Twitter eine Feministin sichtbar wird, finde ich, hat die Gesellschaft eine Verantwortung, dass sie nicht jeden Tag mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen quasi konfrontiert ist. Und zweitens geht es aber auch um die demokratische Debatte. Nämlich, die Demokratie lebt ja davon, dass Menschen auch einen Konsens finden können. Was wir aber online erleben, gerade über die Echokammer, ist, dass Menschen eben nicht mehr diesen Konsens gehen wollen. Und das ist gefährlich, wenn wir ja Gesetze mit Mehrheiten beschließen. So passiert das in einer Demokratie. Und ein simples Beispiel, weil ich glaube, auch Schimpfwörter werden oft unterschätzt in ihrer toxischen Wirkung. Wissenschaftler der University of Wisconsin haben mehr als 1100 Amerikanern einen Artikel zum Thema Nanotechnologie zu lesen gegeben und darunter dann auch Kommentare. Und die eine Hälfte las Kommentare, in denen lebhaft gestritten wurde, aber ohne Schimpfworte. Und die andere Hälfte las dieselben Kommentare, nur waren da noch Schimpfworte sorgsam eingeflochten. Und dann haben sie verglichen, wie diese zwei Gruppen unterschiedlich das Ganze jetzt sehen, Nanotechnologie. Und die Forscher nennen ihre eigenen Ergebnisse verstörend, weil diejenigen Studienteilnehmer, die Kommentare mit Schimpfworten gelesen hatten, waren plötzlich viel radikaler, was das Thema Nanotechnologie betraf. Die waren umso mehr total pro oder total gegen Nanotechnologie. Das heißt, die Mitte ging verloren. Und das ist eigentlich logisch, weil wenn ich lese, das war ein Beispiel, da gab es einen Kommentar, der hieß, und wer die Vorzüge der Nanotechnologie nicht versteht, ist ein Idiot. Wenn ich das lese und selbst eher kritisch bin, dann denke ich mir, nein, ich bin kein Idiot und zementiere mich in meinem Standpunkt ein. Und die große Gefahr ist sozusagen, dass Menschen, die Dinge anders sehen, so ein bisschen die Fähigkeit, nicht die Fähigkeit, aber die Möglichkeit in vielen Diskussionen verlieren, miteinander zu diskutieren. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Mitte irgendwo zu bewahren. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Artikel, den ich mal über Donald Trump gelesen habe. Und da wurde so ein Effekt von Trump, ein gefährlicher Effekt, wurde nämlich als genau der beschrieben, dass eine gesellschaftliche Debatte, eine ernsthafte Diskussion voraussetzt, dass alle Beteiligten ernsthaft davon ausgehen, dass A, mein Gegenüber berechtigte Anliegen hat, also die mögen mit meinen in Konflikt stehen, aber sie sind irgendwie berechtigt und der andere könnte Recht haben. Ja. So, das muss irgendwie so die Annahme sein, damit es irgendwie funktioniert. Und meine Meinung ist, dass dieser extreme Hass, Gruppen bildet, die dazu nicht mehr bereit sind. Genau, also in meinem Buch nenne ich diese Gruppen, die so vorgehen, Glaubenskrieger. Ja. Und ich habe mich gefragt, aber sind wir nicht alle ab und zu Glaubenskrieger, weil jedes ab und zu unfair in Diskussionen. Und das Interessante ist, wenn man sich die Psychologie ansieht, dann kann man erklären, warum Menschen manchmal auch sich unfair zu Informationen gegenüber verhalten. Nämlich es gibt den Confirmation Bias. Wenn eine Information nicht meinem Weltbild entspricht, dann werte ich sie unbewusst schon einmal niedriger ein. Und wenn sie meinem Weltbild entspricht, dann nehme ich sie umso mehr wahr. Wir haben auch Selective Exposure, das heißt, man sucht eher Informationen, die einem entsprechen. All das nennt sich Motivated Reasoning. Das heißt, wir sehen die Welt schon immer aus unserer eigenen Brille heraus. Das Beeindruckende ist, es gibt aber Menschen, die sehen das umso mehr so. Und vor allem, das zeigen auch Studien, wenn ich sehr homogene Netzwerke nur um mich habe, Menschen, die sehr ähnlich sind wie ich, dann bin ich umso weniger oft informiert, was Gegenmeinungen betrifft.
Und es ist extrem wichtig, dass wir heterogene Netzwerke, online wie offline, haben, wo man dann eben in diesen Diskussionen mal merkt, aha, mein Arbeitskollege, der hat irgendwas gesagt, das habe ich noch nie gehört, habe ich nicht gewusst, wie ich darauf antworten soll. Das kennt sich jeder, liest man abends nach und denkt sich, stimmt, das ist irgendwie schon ein Punkt. Also diese, ich würde es eher so nennen, man muss bereit sein, die eigenen Standpunkte auch hart abzuklopfen, zu sagen, ist es jetzt wirklich so, wie ich sage? Es geht nicht darum, dass man seine Haltung verliert, aber dass man Fakten gegenüber offen bleibt. Lass mal zum Abschluss darüber reden, was man so machen kann, wir so machen können, wenn wir so auf solchen Hass stoßen. Macht es Sinn, sich in solche, versuchen in solche Gruppen reinzukommen und da zu diskutieren? Was sind so ein paar Handreichungen, wie wir vielleicht irgendwie dazu beitragen können, dass da weniger Hass gedeiht? Das Allerwichtigste in meinen Augen ist, auf Hass nicht mit Hass zu reagieren, weil das wollen Akteure auch wie Donald Trump oder wie manch ein Glaubenskrieger im Netz einfach. Die wollen ja die Polarisierung. Also da schon mal nicht drauf einzusteigen, ist das Wichtigste. Ich würde nicht empfehlen, in so eine Gruppe, wo dann, sagen wir, 50, 100 oder gar 2000 Andersdenkende sind, da hineinzugehen und allein dagegen zu halten. Das wird einen zermürben. Aber ich glaube, man kann so kleine digitale Räume schaffen, wo einfach sachlich diskutiert wird. Zum Beispiel viele von uns haben ein Facebook-Profil. Und ich finde es immer wichtig, dass man sagt, egal wie jemand es sieht, niemand soll beleidigt werden. Also ich muss dann manchmal auch zum Beispiel meine total toleranten, lieben Freunde, die dann sich über irgendwelche Rechten aufregen, sagen, bitte verwendet nicht das Wort Idiot dauernd, weil das spaltet alle. Man kann im Kleinen viel machen und vor allem, man kann unfaire Diskussionsstile benennen. Wenn man sieht, dass jemand zum Beispiel immer aggressiv ist, dass jemand oder gar nicht auf Gegenargumente eingeht, dann muss man das sagen und sagen, du weichst dauernd aus, wenn dir jemand antwortet, du wechselst dauernd das Thema. Diese Strategie nennt sich Themenhopping. So lass dich aber leider nicht diskutieren. Und eine Sache zum Schluss, die finde ich besonders wichtig, das ist so ein bisschen die Champions League, wie man reagieren kann, nämlich Humor. Wenn ich es schaffe, auf einen Angriff mit Humor zu reagieren, erwirke ich manchmal unglaublich viel. Ich kann sogar manchmal Kritiker von mir überzeugen, irgendwie das anders zu sehen. Ein simples Beispiel, der Popsänger James Blunt hat auf Twitter viele Follower und wird auch oft angefeindet. Und ein englischer User hat mal geschrieben, James Blunt sieht aus wie mein linker Hoden. Und James Blunt hat zurückgeschrieben, dann solltest du zum Arzt gehen. Und der User war total beeindruckt, hat gesagt, ich kann es nicht glauben. Und dann hat er gesagt, James Blunt ist jetzt mein liebster Celebrity. Und am Ende hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte seine Pfiffigkeit. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, eine Einladung auszusprechen, dass Menschen wieder von ihrer Aggression runterkommen können. Engel, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut. Hass im Internet heißt dein Buch. Dieses Jahr erschienen, glaube ich, oder letztes genau. Jahr. Hass im Netz und vor einer Woche erschienen, also wirklich brandneu. Neu, okay. Philipp Banse für DZDP-TV von der Republika 2016. Die Videos gibt es bei dzdp.tv oder im YouTube-Kanal von DZDP. Danke fürs Zugucken. Bis dahin. Tschüss.